Hallo Kackbratzen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, aber meiner Meinung nach war und ist die PS1 wohl die beste Konsole aller Zeiten, dicht gefolgt von der PS2. Wenn wir uns die Zeit, in der der kleine graue Klotz aus dem Hause Sony aktiv war, genauer ansehen, können wir so viele unfassbar gute Spiele entdecken mit ebenfalls so vielen unfassbar guten Spielkonzepten. Vorher war die Welt grau und leer, doch dank der neuen Hardware-Generation hatte man plötzlich ungeahnte Möglichkeiten, seine Fantasie in eine spielbare Version zu verwandeln. Natürlich war nicht alles gut, da man eben erstmal herausfinden musste, wie man seine Visionen am besten umsetzen kann. Aber mal von den technischen Problemen abgesehen, hatten wir richtig gute Spiele. Und dies beflügelte vor allem das Horrorgenre. Natürlich gab es auch vor der PS1 schon gruselige Spiele, wie ein Clock Tower etwa. Aber die Natur der Grafik und des Gameplay erzeugte eine Distanz zum Spieler, die ein wirkliches Eintauchen in eine unfassbar gruselige Welt noch verhinderte. Die größten Hits auf der PS1 waren selbstverständlich ein Resident Evil oder ein Silent Hill und es scheint fast so, als ob bei uns im Westen Horrorspiele auf genau das immer gleiche Muster aufbauten. Jedes noch verkackte Entwicklerstudio wollte ein Spiel wie Resident Evil auf den Markt bringen. Und so wurde der Markt mit teils guten, aber auch sehr vielen und sehr schlechten Kopien zugemüllt. Wenn man sich aber traut, mal über den Tellerrand zu blicken, dann wird man auch sehr viele schöne Perlen entdecken, die etwas ganz anderes sein wollten als das immer gleiche Zombie-Ding. Dummerweise konnte man die meisten Titel dieser Art nur in Japan finden, wo man anscheinend mehr Mut hatte, Spiele zu entwickeln, die nicht unbedingt dem Geschmack der Masse entsprechen mussten, was leider eben den Nachteil hatte, dass diese Miniproduktionen niemals die Chance hatten, ihr Heimatland zu verlassen und auch niemals offiziell lokalisiert wurden. Wie eben auch das 1998 in Japan veröffentlichte und von Soft Machine entwickelte Horrorspiel Iru. Erst gut über 20 Jahre später kann man diese absolute Horrorspielperle dank einer Fanübersetzung nun seit gut 2 Jahren auch auf Englisch spielen, womit es endlich aus dem Schatten einer obskuren Sprachbarriere heraustreten und ein neues Publikum entdecken kann. Und das hat das Spiel absolut verdient, auch wenn nach der Erstveröffentlichung bereits circa ein Vierteljahrhundert vergangen ist. Iru ist definitiv anders als die typischen Horrorspiele aus dieser Zeit. Man wollte absichtlich nicht in die Fußstapfen eines Resident Evil treten. Das Spiel wurde gut 2 Monate nach dem zweiten Teil des angeblich besten Horrorspiels aller Zeiten veröffentlicht. Technisch gesehen war Resi 2 schon ein echtes Meisterwerk. Wir hatten wunderbar animierte Charaktere auf den besten vorgerenderten Hintergründen aller Zeiten und auch das Gameplay war mehr als ausgereift, womit der breiten Masse an Spielern natürlich ein toller Brocken zum Fraß vorgeworfen wurde. Iru war vielleicht seiner Zeit weit voraus, da es, was das Gameplay betrifft, eher zeitgenössischen Spielen wie etwa auch ein Amnesia gleicht. Im Grunde ist Iru eher eine Hommage an Clock Tower, denn der Kern des Spiels war eben nicht der hirnlose Kampf gegen Monster. Es ist ein exploratives Horrorspiel, in dem man sich vor den Monstern verstecken muss, mit einem weiteren Schwerpunkt auf dem Einsammeln von Items und dem Lösen von Rätseln. Hier betritt man nicht unbedingt Neuland. Wo aber Iru komplett von seinen Horrorkollegen abweicht, ist dessen grafische Präsentation und das damit zusammenhängende Gameplay. Im Gegensatz zu Resident Evil erlebt man den Horror in Iru aus der Ego-Perspektive in einer komplett in 3D generierten Welt. Die Hardware-Limitierung der PS1 wurde als Vorteil genutzt, denn schon in den stillen Momenten, in denen wir eigentlich nur durch das Schulgebäude schlendern, entsteht eine extrem bedrückende Atmosphäre. Man versucht auch erst gar nicht, die visuelle Einschränkung der eher kurzen Sichtweite durch Nebel und anderen Krempel zu kaschieren. Stattdessen nutzt man die Dunkelheit bewusst als Mittel zum Spannungsaufbau. Untermalt wird das Ganze noch mit einem dröhnenden, von völlig deplatzierten Synthesizer-Soundtrack, womit man im Spieler schon nach wenigen Minuten ein extrem verwirrendes Gefühl voller Schrecken und Hilflosigkeit aufbaut. In Iru schlüpfen wir in die Rolle des Austauschschülers Tatsuya Inaba, der nun auf einer kleinen Insel, deren Einwohner stark mit kulturellen Traditionen verwurzelt ist, die Schulbank drücken muss. Tatsuya ist gerade dabei, seine Schule mit seinen Freunden für einen anstehenden Feiertag zu schmücken, als plötzlich im Schulgebäude alle Lichter ausgehen. Als die Schüler feststellen, dass sie zudem in ihrer Schule eingesperrt wurden und dass sie anscheinend nicht alleine sind, ist es für eine Flucht bereits zu spät. Es dauert nicht lange, dann beginnen seine Freunde auf seltsame und unerklärliche Weise zu sterben.
Zudem ist noch die Flamme unseres Helden verschwunden. Da es von ihr keine Leiche gibt, besteht also noch Hoffnung, sie zu retten. Doch das ist natürlich einfacher gesagt als getan, denn in der Dunkelheit lauert schon ein uraltes Wesen auf unseren mutigen Helden. Iru ist nicht der typische Survival-Horror-Brei, auch wenn die erste Stunde relativ harmlos erscheint, da hier wie in den typischen japanischen Horrorfilmen versucht wird, akribisch das Setting aufzubauen mitsamt der Vorstellung aller Charaktere, entsteht aber trotzdem ein unheimliches Gefühl voller Unbehagen. Und das liegt in erster Linie an der Spielweise. Wie erwähnt, wird Iru aus der Ego-Perspektive gespielt und da eben damals dieses ganze 3D-Ding noch ziemlich in den Kinderschuhen steckte, wirkt sich das relativ unsanft auf das Gameplay aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich Iru so schön spielt wie Moppelkotze, aber die Steuerung hat es definitiv in sich. Zwar wurde das Spiel in einer Zeit veröffentlicht, als es schon längst einen DualShock-Controller gab, allerdings hat man auf die Unterstützung der beiden analogen Kontrollnippel komplett verzichtet. Dennoch ist den Entwicklern gelungen, das Mapping der Tasten perfekt umzusetzen. Man wird also viel weniger Kopfschmerzen haben als in einem Kingsfield, einem Cherms oder eben einem der vielen anderen Experimente aus der guten alten Zeit. Der Charakter als auch die Kamera wird komplett mit dem digitalen Steuerkreuz gesteuert. Mit L2 und R2 kann man ganz leicht den Kopf auf- und abneigen und mit L1 und R1 kann man seinen Charakter seitlich hin und her bewegen. Das klingt aus heutiger Sicht vielleicht nicht wirklich intuitiv, aber immer noch einfach genug, dass man die Steuerung bereits nach wenigen Augenblicken erlernt hat. Und was den Horror betrifft, so bietet es enorme Vorteile für die Immersion. Nun gab es in Resident Evil eine feste Kameraperspektive, aber dank des oft weiten Winkels hatte man trotzdem eine volle räumliche Wahrnehmung. Zwar versteckten sich die Zombies hinter uneinnehmbaren Ecken, aber der Schrecken selbst war nicht unbedingt so direkt und mit einer Waffe in der Hand und genug Munition konnte man den Schrecken auch einigermaßen unter Kontrolle halten. Iru erzeugt mit der Ego-Perspektive aber ein viel organischeres Gameplay und einen viel direkteren Horror. Auch das Ringen mit der leicht madigen Steuerung ist das perfekte Mittel zum Zweck, um eine viel größere Hilflosigkeit im Spieler zu erzeugen. Das eingeschränkte Sichtfeld nach vorne bedeutet, dass man sich nie sicher sein kann, ob sich hinter dem Rücken nicht doch ein Monster angewanzt hat. Und natürlich nutzte man den Mangel an räumlichem Bewusstsein für ein paar wirklich schockierende Jumpscares, mit denen einem klar gemacht wird, dass der Schrecken immer und überall auf einen in der Dunkelheit lauert. Natürlich kann man sagen, dass die madige Steuerung und das eingeschränkte Sichtfeld der technisch beschränkten Hardware geschuldet ist. Aber anstatt diesen Fakt etwa mit mysteriösen Nebel wie etwa in einem Silent Hill zu verstecken, verzichtete man in Iru darauf, diese Hardwarebeschränkung weder zu kontextualisieren noch zu abstrahieren. Der Spieler tappt mutig in die Dunkelheit und mit jedem Schritt wird etwas mehr Geometrie aus der Finsternis geboren. Diese Perspektive bietet eine intime und intensive Begegnung mit der Welt des Spiels. Die engen und schwach beleuchteten Flure sowie Klaustrophobie erzeugenden Räume verstärken das Gefühl der Verletzlichkeit. Das atmosphärische Design mit flackernden Lichtern, subtilen Geräuschen und eindringlichen Bildern steigert die Spannung im Spieler und schafft eine so dichte Atmosphäre, die man in anderen, meist viel bekannteren Spielen einfach nicht finden wird. Der Kern des Gameplays setzt auf das Erkunden und Entdecken der Schule. Während man also vorsichtig voranschreitet, versucht man durch das sorgfältige Inspizieren der Räume irgendwelche Hinweise zu finden, die einem bei der Lösung der Geheimnisse behilflich sein könnten. Das herausragende Merkmal ist die atmosphärische Qualität. Der Gang durch leere Flure und Klassenzimmer ruft ein überwältigendes Angstgefühl hervor und lässt jede Entscheidung folgenreich erscheinen. Das Spiel vermittelt meisterhaft ein Gefühl der Einsamkeit, gepaart mit dem beunruhigenden Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Und tatsächlich wird dem Spieler sehr schnell klar werden, dass er definitiv nicht alleine in der Dunkelheit ist. Im Gegensatz zu Resident Evil verzichtet Iru jedoch wie gesagt auf den Kampf. Man hat absolut kein Mittel, um sich zu verteidigen und die einzige Überlebenschance besteht darin, dass man so schnell wie möglich die Beine in die Hand nimmt und ein gutes Versteck findet, in dem man sich vor dem Monster in Sicherheit bringen kann. Wie in eigentlich allen anderen Horrorspielen wird der Fortschritt im Spiel durch eine Vielzahl an teils komplizierten Rätseln blockiert, in denen es normalerweise um Schlüssel oder ähnliche Gegenstände geht, die kombiniert oder an bestimmten Orten verwendet werden müssen, um weiterzukommen. Man wird also die meiste Zeit durch die Gänge der Schule irren, immer auf der Suche nach Gegenständen und vielleicht anderen Überlebenden, deren Dialoge die Story des Spiels vorantreiben. Und das ist wohl der Grund, warum viele Spieler entnervt aufgeben werden, da einem Iru nicht wirklich viel erklären wird und dennoch ein extrem methodisches Vorgehen verlangt.
Da einem das Spiel nicht sagt, wohin man als nächstes gehen muss, sollte man sich vielleicht im Internet eine Komplettlösung suchen. Hat man das Original zu Hause, wird man in der Anleitung auch eine praktische Karte finden, mit der man sich in der Schule sehr gut zurechtfinden wird. Aber nach einer kurzen Suche im Internet wird man auch hier sehr schnell fündig. Vorbereitung ist das A und O und vielleicht ein relativ starkes Nervenkostüm. Nicht nur was den Horror, sondern auch was die Steuerung betrifft. Leider ist aber nicht alles Gold, was glänzt, und so hat auch Iroh seine Schattenseiten. Insgesamt klingt das Gameplay so, als gäbe es kein Entkommen. Ständig ist man auf der Hut und muss mit der Angst leben, dass irgendwann irgendwo ein Monster auftaucht, das einem unerbarmlich durch die engen Gänge jagen wird. Und gewissermaßen stimmt das auch. Allerdings wird man sehr schnell herausfinden, dass die Monster einem nicht wirklich viel anhaben können, denn hat man mal ein Versteck gefunden, werden sich eure Gegner in Luft auflösen. Man muss also nicht wie etwa in einem Clock Tower Angst haben, dass man nach dem Verlassen des Verstecks erneut um sein Leben bangen muss. Damit kann man vielleicht noch leben, aber es gibt da noch ein Ding, das diese ganze Horror-Atmosphäre komplett zerstören wird. Die Zwischensequenzen. Unbeabsichtigt oder nicht, aber die Zwischensequenzen sind zum Teil Comedy pur. Sie rauben komplett die Illusion vor dem, was einem im Spiel eine höllische Angst einjagen sollte. Diese ungewollte Satire wirft einem komplett aus der Atmosphäre heraus und ist eigentlich das Todesurteil für jedes Horrorspiel. Auf der anderen Seite ist hier Iroh nicht alleine, denn mir fällt spontan kein Spiel ein, das aufgrund unglücklicher Designentscheidungen den Horroraspekt zu einer mittelprächtigen Katastrophe mutieren ließ. Sobald der Spieler das klangliche und das grafische Schleudertrauma sowie die doch irgendwie leichte Stumpfheit des Gameplays überwunden hat, kann man unter der Haube aber trotzdem eine extrem spannende und gut präsentierte Geschichte entdecken. Der Spannungsaufbau erfolgt vielleicht sehr langsam, aber dann entfesselt sich ein unglaublich schreckliches Spiel, das einem noch lange in Erinnerung bleiben wird. Man begibt sich auf eine schreckliche Reise durch eine okkulte Welt, die direkt aus einem Lovecraft-Roman stammen könnte, gespickt mit sehr viel japanischer Eigentümlichkeit. Ich kann natürlich von niemandem verlangen, das Original zu spielen, aber selbst in der Übersetzung sind die Dialoge noch sehr spannend geschrieben worden. Das Team hat bei der Lokalisierung eine wirklich erstaunlich gute Arbeit abgeliefert. Iroh ist von den kleinen Schnitzern abgesehen wirklich ein meisterhaft inszeniertes Horrorspiel, das ihr unbedingt gespielt haben müsst. Es war seiner Zeit definitiv vielen anderen Spielen weit voraus und das merkt man am sehr experimentellen Charakter des Gameplays. Diese Perle sollte nicht nur als eine von vielen als drolliger Geschichtsunterricht enden. Iroh muss gespielt und an die Nachwelt weitergegeben werden, da es meiner Meinung nach ein wesentlicher Baustein für das moderne Horrorgenre ist. Also holt es euch, denn was habt ihr außer eurem Verstand auch schon groß zu verlieren? Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.